Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem nächsten Teil zu Ark Survive Evolved. So, wir haben ja unsere Tantomia hier erledigt. Jetzt sammle ich nochmal weiter Feibe und mache diese scheiß Gebüsche hier weg. In der Hoffnung, dass denn diese scheiß Dings hier verschwindet. Diese Kack-Noob-Fliege da oder was das da ist. So, die soll ja eigentlich wieder respawnen. Wir gehen mal jetzt trotzdem weiter und wir suchen uns ja jetzt für unser Bett hier, ne? Gegenstände. So. Und dazu brauchen wir Dodos jetzt, auf jeden Fall. Und die sammeln wir. Und ich muss auf jeden Fall was essen auch, ne? Ihr seht es ja. Der Hunger trieb's hinein. Wo kriege ich jetzt Zeug zum Essen her? An einer Schildi möchte ich noch nicht ran. Des Weiteren können wir ja natürlich auch schon mal Steine sammeln für unseren Ofen. Beziehungsweise, wenn wir denn Fleisch hätten zum Braten. So, jetzt ist die Frage, meine Freunde, wo kriegen wir das Zeug her? Oh, hier ist alles voller Steine. Das ist sehr schön. Nur leider haben wir keinen Ankylosaurus. Weil den hätte ich ziemlich gerne. Und wie der Zufall... Oh, da hinten ist was. Was ist denn das da? So ein scheiß Spucker oder was? Ja, wie der Zufall so will, haben wir jetzt natürlich keine Dodos hier. Das ist doch Käse. Warum? Ach so. Ja, ich muss essen. Dann werden wir uns jetzt erstmal vollfuttern. Alles aufessen, was wir haben. Uns bleibt keine andere Wahl, meine Freunde. Fische. Können Fische... Ich weiß gar nicht, geben Fische Hide? Ja, aber nur die großen, ne? Ich glaube, die kleinen Piranhas nicht. Also hier diesen Weg will ich noch nicht einschlagen. Aber die sind auch alle so weit weg. Hier am Strand laufen noch so viele Dodos rum. Warum kann ich jetzt keine Hide-Lieferanten haben? Das ist doch eine bittere Pille. Ja, so ein Flugsaurier wäre auch nicht schlecht, aber der hat nicht so viel Halt. Mit dem Pronto brauchen wir uns gar nicht anlegen. Tja, das ist natürlich wieder bitter und übel. Wo bekommen wir jetzt Fleisch her? Mann, Mann, Mann. Ach, nicht Fleisch, Halt. In der letzten Folge haben wir ja so viel Halt gesammelt gehabt. Und sind ja dann aber krepiert. Und ich sollte mal weiter Beeren sammeln, auf jeden Fall. Dann hört ihr noch ein bisschen meine Dingens hier klatschen. Meine Tastatur. Es soll ja nicht langweilig werden. Ah, da sind wieder zwei. Da ist bestimmt wieder die Freundin von Hildegard. Ja. Mate boosted. Das lassen wir mal ganz sein. Wenn ich Glück habe, dich, aber wie soll ich dich kriegen? Du bist zu schnell, aber du bist da gut. Pass mal auf. Oh, und da läuft ein Dodo. Den hole ich mir zuerst. Du bist ein Dodo. Und deswegen, du Dodo, wirst du aber Mate boosted auch. Oh, dieser Prontosaurus nervt. Zack. Und noch ein. Jetzt sollte der down sein. Jawohl. Da läuft direkt noch einer. Sehr schön. Da sind die nächsten, die ich mir holen kann. Na komm. Put, 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 put. Komm, komm. Und zack. Ein. Da hast du wieder einen.
Jawohl, aber nur ein Halt. Das ist scheiße. Der Spucker gibt auch nicht mehr. Ja, ich würde es ja gerne mal hier an dem Vieh probieren, was da gerade so stand, ne? Ich hätte ja die Hoffnung, dass das festgebacken ist. Deswegen gucken wir uns das mal an. Na, fall um, fall um. Boah, du nervst aber jetzt echt, ne, Pronto? Ohne Witz. Hier kriegen wir Halt, ihr seht es. Und 9 Row Meat. Ah, der fällt hier übelst die Bäume, der Lappen. Das ist Hildegard, ihre Schwester, oder? Naja, also das nervt mich, ey. Jetzt hau doch mal ab, du. So, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Wir brauchen 40, habe ich gesagt, und wir haben 20. Das heißt, noch 20 für ein Bett. Und dann hätten wir schon mal das Gröbste fast geschafft, meine Freunde. Ich hätte so gerne jetzt ein paar Dodos. Die Hildegard ist mir zu stark. Ich gehe erstmal was trinken. Hier ist jetzt aber kein Fisch oder so, ne, den wir mal eben hier eine verplätten können, ne? Kann da alles nicht sein. Dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen definitiv weiter Beeren sammeln, denn ich muss gleich wieder essen. Steine brauche ich jetzt nicht, meine Freunde. Stinberries brauche ich auch nicht. Wenn man keine Steine braucht, sammelt man... Wo bist du? Wenn man keine Steine braucht, dann sammelt man die. Wenn man die braucht, dann findet man die nicht. Na? Komm, ich möchte mein Bett haben, Mann. Ach, da bist du auch schon wieder kaputt. Jesus Maria. Hier geht aber auch alles ziemlich schnell kaputt. Ziemlich schnell. So. Dich lass mal wieder weg, denn ich sammle jetzt weiter. Weiter Beeren sammeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, hier waren Spukosaurus, aber hier waren auch noch andere Entchen. Leckere Dodos. Mmh. Yum, 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 yum. Allerdings sollten wir gucken, dass wir nicht Futter sind für die Dodos. Da sind sie nämlich. Ich hatte die gesehen. Ich weiß auch, dass der Spucker hier in der Nähe ist. Deswegen sollte man darauf aufpassen. Und nicht auf einen so einen scheiß Drecksspucker verrecken. Aber erstmal... Na, wo läufst du denn hin? Hey, wie viele Schläge kannst du denn abmachen? Oh, Level 51, ich werd verrückt. Level 51 Dodo. Der muss doch richtig Halt haben. Immer noch nicht. Dann haben wir hier noch einen Halt-Lieferanten. Na komm, put, 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 put. So, da kriegst du einen auf die Mütze. Zack. Der ist viel kleiner und hat mehr Halt. Da war aber noch ein Dodo. Da ist er. Das finde ich nämlich sehr, sehr schön. Zack. Zack. Und da kriegst du direkt auch einen auf den Sack.
So, wunderbar. Wunderprächtig. So, wie viel haben wir denn? 29. Gut, also ich würde sagen, meine Freunde, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann letztendlich das Bett kräften. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.